Das hier ist halt so eine Sache. Der Silberpanzer ist definitiv eher was für den Krieger als für den Kämpfer, also für den schweren Typen. Weil bis man mal die leichte Rüstung auf 7 hat, dauert es eine Weile. Der hier wäre jedoch nicht schlecht für uns dann irgendwann. Hier, sofort! Also, wenn ich beim nächsten Level up einen Punkt hier rein und einen Punkt in leichte Rüstung setze. Auf mein Schnell! Zeichen! Und mich dann erstmal Sofort! voll auf den Bogen konzentriere. Wir sind in Gefahr! Schnell! Zum Angriff! Feinde! Zu den Bögen! So, das waren alle. Jetzt kommt die Utrana aus ihrem Lager zurück. Kommt raus, Leute. Sie sind fort. Wer hätte gedacht, dass die Rune uns eines Tages retten würde? Hier nehmt. Diese Rohstoffe sind alles, was wir euch zur Unterstützung anbieten können. Speer haben von einem großen Heer berichtet, das im Osten steht. Ihr könnt sie nicht schlagen. Es sind zu viele. Es gibt eine Möglichkeit. Im Osten, nahe dem Portal, befindet sich ein Dryadenhain. Die Geister der Bäume, ja. Sie wären stark genug, die Orks zu vertreiben. Aber wie wollt ihr sie aus ihrem Hain locken? Im Hain gibt es einen Altar. Opfert dort Lenya-Pflanzen. Ein gutes Tausend. Das wird die Dryaden erwecken und sie werden euch dienen. Allerdings erwachen die Dryaden nur bei Nacht. Ihr müsst das Lenya also bei Dunkelheit darbringen. Ja, das kann jetzt ein bisschen Hier, dauern. Hier, Runenkrieger, nehmt diesen Plan. Er wird euch helfen, genug Pflanzen zu sammeln. Und seht euch vor, der Dryadenhain liegt hinter den feindlichen Linien. Es gibt jedoch einen kleinen Schleichpfad, über den ihr ihn erreichen könnt. Bedient euch der Macht der Dryaden. Nur so könnt ihr das feindliche Heer vernichten. Jo. Wir haben auch ein Lindwurmauge erhalten. Und den Bauplan für den Lenya-Sammler. So, Lenya-Sammler. Yay. Genau, jetzt ziehen alle bis auf ein paar wenige hier ab. Oh, das heißt, ich muss erstmal herausfinden, wieder, wo das Lenya war. Die Rune zu Befehl. Ruft. Sofort. Also ich weiß, es war hier oben welches. Das ist nicht weit. Das können wir schon mal einsammeln. Sprecht. Sofort. Und soweit ich weiß, war irgendwo hier noch Lenya. Weil das Lenya da wird nicht reichen. Da. Thank you.
Da war doch Lydia. Sofort! Worüber bin ich hier gerade gefahren? War das hier oder so? Was wünscht ihr? Auf dem Weg. Unverzüglich. Zu Befehl. Unverzüglich. So, die werden wahrscheinlich hier rumkommen. Die Rune ruft? Oh, da liegt ein Skelett noch, das ich klettern kann. Was ihr wollt. Schon unterwegs. Sollte ich auch noch schnell plündern. Zauberheilungsstufe 1, den habe ich schon. Ring der Diebe, der ist nicht schlecht, und ein Holzschild. So, das erste bisschen Lydia wird gesammelt. Wie sieht es eigentlich mit der Ausrüstung für unsere anderen Heroes aus? Eisendolch, was Besseres haben wir wirklich nicht für dich. Bogen trägst du schon den guten? Nee. Grüne Robe trägt er auch. Ja. Also überhaupt nichts Besseres für die Leute. Nur der Magiering. Gut, euch zu sehen, Freund. Ja, okay, der hat nichts zu sagen gerade. Hast du noch was Besonderes für uns? Keine Questgegenstände. So, eine haben wir schon. Heilzauber können wir wieder verkaufen. Hier ist auch nichts Besonderes. Achso, das war nur Sergeant Einer. Ja, jetzt ist nur noch die Kleingarnison hier übrig. Gucken wir mal ins Questlog. Ja, such den Verräter. Irgendwo unter meinen Gestruppen hält sich noch der Verräter verborgen. Nach Thünern braucht das Banner, das er trägt. Mhm. Befreiung von Schiel. Ja, befreit die Feste haben wir gemacht. Ruft er die Dryaden, um die Armee am Portal zu vernichten. Eine gewaltige Armee blockiert den Durchgang zum Wildlandpass. Es besteht keine Hoffnung, sie zu schlagen. Die Dryaden, mächtige Baumgeister des Nalin Heinz, können diese Armee besiegen. Es müssen jedoch 1000 Einheiten Lydia geopfert werden. Sucht nach Lydia-Vorkommen in Schiel und errichtet dort Lydia-Sammler. Die Beschwörung der Dryaden benötigt 1000 Einheiten Lydia. Ja, daran sind wir ja gerade.
Das heißt, wir porten uns zum Triadenhain. Den einen Banditenschwertkämpfer, das sollten wir eigentlich ganz gut packen. Jo. Speichern wir sicherheitshalber mal wieder unser Let's Play. Rüber. Okay, das Totem der Faust ist schnell gestorben. Ja, Botha Hammerfell, der ist halt so ein Problemtyp. Okay. Wenn der mir folgt, finde ich das nicht schön. Hey, der Veteran der Faust brennt. Und der Veteran der Faust ist tot. Ja, und da ist das Problem. Ich glaube, die Truppen da respawnen. Die Rune auf ruft. Dem Weg! Also ja, wenn es das nächste Mal dunkel wird, dürften wir das Lelia zusammen haben. Da haben wir es auch schon. Begebt euch bei Nacht zum Triadenhain und hofft, das Lelia auf dem Altar wohnen. Der Triadenhain ist aber ein kleiner Weg vom Norden her zugänglich. An einem Altar könnte doch Lidia verzögert werden. Das Ritual wirkt nur bei Nacht. Ja. Nein, da sollten wir warten, weil sonst geht das Ding schief und wir haben kein Lidia mehr. Ja, und der will halt immer noch ein Stück von uns abhaben. Gehen wir mal lieber etwas weg von ihm. Warten darauf, dass es dunkel wird. Dann können wir hier rumgehen und ihn töten. Die Triaden, die wir als Verstärkung kriegen. Nebenbei 1, 2, 3 und 1 davon. Was ihr wollt.
was wir wollen. Wohin soll ich gehen? Ich höre... Seid auf der Hut! Los, Schwestern! So, ihr geht wieder dahin. Da haben wir doch Lenia.